Die Frage von heute ist, kriegt man, wenn man Bücher liest oder also auf eigene Faust Bücher liest, Durus hört, zum Beispiel Kassetten hört, genauso viel, als wenn man das, diese Sachen in der Moschee macht? Und die Antwort darauf ist nein. Denn es gibt, aber nicht, dass das wieder jemand falsch versteht. Ja, wir reden hier von super, wunderbar gut und noch besser. Wir reden hier nicht von schlecht und falsch und richtig. Natürlich jemand, der zu Hause liest, der zu Hause sich bemüht, der kriegt auch seinen Lohn. Und vielleicht, wenn er sich mehr bemüht und größere Anstrengungen unternimmt, kriegt er mehr Lohn, als der jeden Tag in der Moschee sitzt. Aber wir reden hier von jemandem, der denselben Aufwand betreibt, zu Hause, der genauso viel, genauso fleißig zu Hause ist und genauso fleißig in der Moschee sitzt bei einem Unterricht, kriegt er denselben Lohn. Und die Antwort ist, es gibt ein Hadith, weil wir sind nicht oberflächlich wie die sogenannten liberalen Muslime, sondern wir gehen nach Koran und Sunna. Und in der Sunna gibt es einen Hadith, der sagt, وَمَشْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَدْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَرَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَوْ كَمَا. Das heißt, es gibt, der Prophet a.s. sagt hier, es gibt kein Volk, keine Leute, die sich in der Moschee treffen, fi beiti min buyutila, in einem Haus der Häuser Allahs, also in irgendeiner Moschee treffen, und das Buch Allahs lesen und untereinander studieren, außer dass auf Li die innere Ruhe herabgesandt wird. Nazarat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma, und die Rahma sie umgibt und Allah sie bei denen erwähnt, die bei ihm sind. Und dies deutet auf eine besondere Huld hin für diejenigen, die in der Moschee den Koran gemeinsam mit anderen lesen. Damit ist allerdings nicht Qira'a Jama'iyya gemeint, das ist eine Bid'ah. Ja, wenn man das zum Beispiel sieht in einigen Moscheen, das gibt es vor allen Dingen in Marokko sehr häufig, da sitzen sie dann zusammen und lesen dann auch den Koran auf eine Art und Weise, die nicht nach den Regeln des Tajwid, die nicht den Regeln des Tajwid entspricht, und wo sogar viele Fehler absichtlich, kann man sagen, gemacht werden. Ja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim. Ja, auf diese Art und Weise. Und dann sie machen das alle zusammen, das ist nicht hiermit gemeint. Ja, sondern es ist gemeint, einer liest, die anderen hören zu, der andere korrigiert, etc. Und ihn unter sich lehren und lernen. Ja? Das heißt, hier wird darauf hingedeutet, weil der Prophet a.s. erwähnt hier spezifisch diejenigen, die das in einer Moschee machen. Aber natürlich, es ist klar, wenn jemand diese Möglichkeit der Moschee nicht hat und er hat diese Möglichkeit nur zu Hause und er strengt sich dort besonders an, dass er dann einen gewaltigen Lohn zu erwarten hat und vielleicht einen größeren Lohn als die, die sich weniger anstrengen und einfach nur in die Moschee gehen. Denn bei der Wissenssuche gibt es noch eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Ein Gelehrter aus Ägypten, der hat immer gesagt, wenn jemand bei ihm lernen wollte, in der Zeit, wo ich also da war, hat mir ein Bruder, der bei ihm also gelernt hat, der hat mir das gesagt, immer wenn einer bei ihm lernen wollte, hat er erstmal gesagt, wisse, einer von den drei Ersten, die in die Hölle kommen, ist, mit dem die Hölle angefacht wird, angezündet wird, ist, also von den ersten drei, die in die Hölle hineinkommen, dazu gehört einer, der ein Gelehrter war, der den Koran kannte und als Gelehrter galt. Wisse das, weil es sehr gefährlich ist. Diese Person wird am jüngsten Tag kommen, wird sagen, ich habe gelernt, damit gesagt wird, Alim. Und wenn man es alleine macht, ist es immer etwas leichter, sich vor Riya fernzuhalten. Weil es gibt manchmal Leute, die gehen nur zu den Halakat, ja, zu diesen Sitzungen, um gesehen zu werden. Oh, der war auch bei dem Sheikh so und so. Der ist immer bei dem Sheikh so und so. Das ist sehr, sehr gefährlich.
Und deswegen gebe ich jedem den Ratschlag, vor allem wenn er in einem islamischen Land lebt, dass er seine Niyya bei jedem Gang zur Moschee korrigiert. Ja? Es kommt vielleicht ein Tag, wo es dir schwer fällt, dahin zu gehen, du vielleicht krank bist, und dann kommt der Shaitan zu dir und du denkst ja, boah, ich gehe besser nicht. Und dann kommt der Shaitan zu dir und sagt, hey, was ist, wenn, was sollen die Leute denken, wenn du nicht da gewesen bist? Ha? Und dann gehst du praktisch dorthin, nicht um dich anzustrengen, um wirklich dabei zu sein, sondern damit keiner schlecht über dich denkt. Und das ist eine Art von Riya, von Augendienerei, von einem kleinen Schirk, der sehr gefährlich ist. Über den der Prophet a.s. gesagt hat, Achwa fuma akhafu ala ummati, shirkul asra. Das, was ich am meisten für meine Umma befürchtet habe, ist der kleine Schirk. Sehr, sehr gefährliche Sache. Auch wenn man überhaupt sich zu einem Studium anmeldet. Immer darüber nachdenkt, für wen mache ich das? Wenn dir zum Beispiel dieser Gedanke kommt, du bist jetzt krank, gehe ich jetzt zu dem Scheich heute in die Moschee und höre mir den Unterricht an oder nicht? Stell dir selber die Frage, kann ich das einholen, was er dort gelernt hat? Kann ich jemand anderen danach fragen, der mir das vielleicht aufnimmt? Kann ich das wieder einholen, wieder aufholen? Oder schaffe ich das nicht? Ist es besser, wenn ich zu Hause bleibe mit meiner Krankheit und mich regeneriere, mich ausruhe, mich erhole? Was ist besser? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, nee, nee, es ist besser, wenn ich da hingehe, ich kriege einen größeren Lohn. Und jetzt kommt der Shaitan und sagt, ja, guck mal, was sollen die Leute über dich denken? Dann sag, A'udhu Billah. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la'ala. Mach sofort Dua dagegen. Es gibt diese spezifische Dua. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la'alam. Wallah, ich suche Zuflucht bei dir, dass ich dir gegenüber Schirk begehe, Polytheismus begehe, während ich es weiß und ich verbitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Und dann korrigierst du deine Nähe, sagst, nein, ich gehe dahin, weil ich einen größeren Lohn kriege und den Lohn kriegen will und weil ich das nicht aufholen kann. Weil ich niemanden habe, der mir nachher sagen kann, was der Sheikh, Rahimullah, Hafizahullah, genau gesagt hat. Deswegen, das ist mein Ratschlag in dieser Sache. Wie gesagt, im Allgemeinen ist es so, dass es besser ist, das in der Moschee zu lernen. Aber natürlich, wenn man das nicht kann, man kann auch den Lohn und sogar einen größeren Lohn kriegen. Es kommt im Endeffekt, das Wichtigste ist die Bemühung selber. Jazakum khairan, subhanakum wa bihamdik, shalallahu alaihi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilayk.